49a bis d, die Begleitgesetze zum Vertrag von Lissabon. Ich erteile das Wort dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Dr. Jürgen Rüttgers. Bitte schön. Das Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag stärkt die Rechte des Bundestages und des Bundesrats in europäischen Angelegenheiten. Bundestag und Bundesrat haben nunmehr Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das geschieht im Geiste des Föderalismus. Die Rechte und Kompetenzen des Bundesrats und der Länder sind gewahrt. Es ist richtig, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 1:1 umgesetzt worden sind. Die Absicht, draufzusatteln, hat sich nicht durchgesetzt. Deutschland bleibt in Europa handlungsfähig. Es kann seine Aufgabe im vereinten Europa voll ausüben. Es muss dies auch tun. Nur dann gibt es Fortschritte in Europa. Einen Stillstand in Europa können wir uns auch nicht leisten. Denn alle großen Herausforderungen, ob das die Weltwirtschaftskrise ist, der Klimawandel, der internationale Terrorismus, sie alle sind nicht mehr auf nationaler Ebene zu lösen. Die Europäische Union muss vorangehen. Gelingt ihr das nicht, wird sie in Bedeutungslosigkeit versinken und mit ihr auch ihre Mitgliedstaaten. Europa, werte Kolleginnen und Kollegen, ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Das Europa der offenen Märkte und Grenzen hat uns Jahrzehnte des Friedens, des Rechts und der Freiheit beschert. Und das Europa der offenen Märkte und Grenzen hat uns einen enormen Zuwachs an Wohlstand und Lebensqualität beschert. Das zeigt Schengen, das zeigt der gemeinsame Binnenmarkt und das zeigt der Euro. Ohne ihn hätte es den Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre in Europa nicht gegeben. Und vor allem die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise wären ohne ihn weitaus schlimmer. Die Krise lehrt, wir dürfen die weitere Vertiefung der europäischen Integration nicht aufgeben. Sonst fällt die EU im globalen Wettbewerb zurück. Nur das europäische Modell steht gleichzeitig für wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit. Wir brauchen nicht weniger Europa, sondern mehr. Am Urteil des Bundesverfassungsgerichts stört mich das dahinterstehende Staatsverständnis. Es ist zu traditionell, zu sehr auf eine angebliche Einheit von Volk, Nation und Staat fixiert. In diesem traditionellen Staatsverständnis ist für supranationale Institutionen im Grunde kein Platz. Das Europa der offenen Grenzen ist aber längst weiter. Die Europäische Union ist nicht mehr die alte europäische Gemeinschaft. Sie ist etwas völlig Neuartiges. Ein Gegensatz zwischen dem demokratischen Nationalstaat und vermeintlich undemokratischen europäischen Institutionen zu konstruieren, führt deshalb in die Irre. Die EU vereint nicht Staaten, sondern Völker. Eine Gleichsetzung von Volk, Nation und Staat beruht auf einem überholten Denken. Wir haben mit der Europäischen Union Neuland betreten. Und wir müssen zulassen, dass wir auch weiter Neuland betreten können. Zum Beispiel, um eine gemeinsame Institution zur Regelung der Finanzmärkte zu schaffen. Ich verstehe das Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Aufruf. Als Aufruf, Europa auf Dauer eine neue Form übernationaler Staatlichkeit zu geben. Das entspricht dem Grundgesetzauftrag in Präambel und Artikel 23, nämlich das vereinte Europa zu schaffen. Das heutige Demokratiedefizit verstellt nicht den Weg zu einem demokratisch gestalteten europäischen Bundesstaat. Das Demokratiedefizit muss beseitigt werden. Das Bundesverfassungsgericht mahnt, dass das, Zitat,
Missverhältnis zwischen Art und Umfang der ausgeübten Hoheitsrechte und dem Maß demokratischer Legitimation, Zitat Ende, aufzulösen sei. Dem kann ich zustimmen. Das heißt doch, das Europäische Parlament zu stärken. Was spricht dagegen, es mit einem eigenen Initiativrecht auszustatten? Und warum sollte es nicht eine zweite Kammer geben? Der Bundesrat oder der amerikanische Senat sind auch nicht nach dem Prinzip One Man, One Vote gewählt. Aber sie sind deswegen nicht undemokratisch. Einer der Gründungstexte der europäischen Bewegung war die berühmte Züricher Rede von Winston Churchill. Er forderte bereits 1946 die Vereinigten Staaten von Europa. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als Bundeskanzler Helmut Kohl in den 90er Jahren diese Formulierung aufgab. Er glaubte, sie erschwere die weitere europäische Integration. Ich habe mit ihm damals kontrovers darüber diskutiert. Auch heute noch bin ich der Meinung, dass das ein großer Fehler war. Europa braucht ein großes Ziel, sonst fällt es auseinander. Das hat der Ratifizierungsprozess des Lissabon-Vertrages uns vor Augen geführt. Unser Ziel kann nur mehr Integration sein. Mehr Integration, um Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand auch für unsere Kinder und Enkelkinder zu sichern. Der nächste Schritt ist die Ratifikation des Lissabon-Vertrags. Das große Ziel auf dem weiteren Weg ist für mich die Bundesrepublik Deutschland als Teil der Vereinigten Staaten von Europa. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Er erfordert Mut, er ist notwendig. Aber eines ist sicher, so können wir Frieden, Freiheit und Wohlstand für die Menschen in Europa auf Dauer sichern.